Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich habe hier die Lego City Feuerwehr-Löscheinheit. Diese besteht, wie man sieht, aus einem Feuerwehrmotorrad und einem Feuerwehrhubschrauber. Und dann haben wir noch einen Einsatzort, und zwar einen brennenden Schuppen. Und wir haben drei Figuren, wir haben eine Löschflasche, wir haben drei andere Flaschen, wir haben so eine Handkarre und wir schauen uns jetzt erstmal die Figuren genauer an. Da fangen wir hier mal mit der Pilotin an. Ist ja im Prinzip das Wichtigste hier beim Hubschrauber, dass der überhaupt in die Luft kommt, braucht man eine Pilotin. Das ist diese hier. Und ja, sie sieht cool aus. Sie hat diese Pilotenschnallen hier an diese Gurte an den Beinen. Ja, sie hat ja einige Feuerwehrwerkzeuge. Kein zweites Gesicht. Hinten noch das Feuerwehrzeichen drauf. Ein paar Geräte. Aber sie hat einen Helm mit hochklappbarem Visier. Ja, ist eine schöne Pilotin. So, dann haben wir hier noch jemanden von der Feuerwehr. Der hier fährt das Motorrad. Hat das gleiche Oberteil im Prinzip, hat auch kein zweites Gesicht, den gleichen Helm, ein anderes Gesicht allerdings vorne, der lächelt so ein bisschen verschmitzt und hat so Warnstreifen an seiner Hose. Ja, warum auch nicht? Man muss ja gesehen werden. So, dann haben wir hier noch jemand, der hier beim Schuppen arbeitet, der hat mehr Bart, der schaut etwas, ja, so nach dem Motto, was ist jetzt hier los? Ja, der Schuppen brennt, mein Guter. Dann haben wir hier noch ein kleines Löschfläschchen, also so einen kleinen Feuerlöscher in Gelb. Und wir haben zwei solche Flaschen, eigentlich drei. Eine ist noch beim Schuppen verbaut, zeige ich dann noch. Die sind halt aus drei Teilen gebaut. Das sind so Gasflaschen, glaube ich. So, dann haben wir hier noch diese Handkarre. Können wir dem Arbeiter hier auch in die Hand geben. Und jetzt habe ich das Motorrad umgeschmissen. Das geht ganz einfach. Hier so reindrücken und dann schauen, dass es alles eben ist. Dann können wir eben hier noch so eine Flasche drauflegen und dann kann er die hier schön rumtaxieren. Dann haben wir hier noch ein Motorrad mit Blaulicht. Das hier ist drauf gedruckt, das schwarze, das finde ich schön. An der Seite, das sind allerdings zwei Aufkleber. Aber ich finde das cool, das ist hier jetzt noch nicht so lange, aber es. Ups, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht, was ich nicht kaputt machen wollte. Geht das wieder dran? Ja. So, was ich zeigen wollte, ist, dass dieses Motorrad, das geht wegen dem Lenker nicht, das ist auf jeden Fall mit Noppen hier befestigt. Also, das ist nicht geklickt, das ist drauf gesteckt, diesmal hier die Verkleidung. Und das finde ich richtig cool. Das heißt, es geht nicht mehr kaputt beim Auseinanderbauen, was man bei den anderen als Problem hatte. Hatte man solche Clip-Teile wie hier bei den Rädern. Und hier kann man natürlich unseren Fahrer auch reinsetzen. Da müssen wir ihn bloß erstmal vorher präparieren, sozusagen. Müssen wir hier die Hände in die richtige Position bringen, dann hier die Füße drauf, das passt ja alles so schön. Und dann hier irgendwie, ja, so ein bisschen fipselig manchmal, aber es geht, man sieht, er hält den Lenker fest, er kann mit seinem Motorrad fahren. Und dann können wir hier auch noch das Löschfläschchen, den Feuerlöscher, hier dran klicken, hat er gleich alles dabei. Ist ja perfekt, würde ich sagen. Dann schauen wir uns jetzt mal den Schuppen an. Der ist innen leer, da ist nichts drin, so viel kann ich schon mal verraten. Hier, Achtung, entflammbare Sachen. Hier sind noch ein paar Werkzeuge, eine Säge und ein Schraubenzieher. Hier haben wir noch irgendeine kleinere Gasflasche zum Unkraut vernichten, wahrscheinlich. Hier noch so eine von den größeren Gasflaschen. Hier die Lampe halt, die den Eingang beleuchtet. Hier oben brennt es. Und hier geht dann auch eine Leiter aufs Dach, wo man jetzt wahrscheinlich eher nicht hin will. Interessant finde ich hier diese Teile, die hier als Wände verwendet wurden, also nicht ringsherum. Das hat dann von der Anzahl her nicht gepasst, aber ne, finde ich cool. Hier oben dann das Feuer, jede Flamme aus zwei Teilen gebaut. Das ist so ein Stein mit einem Loch drin und man kann das einfach umklappen. Sozusagen, jetzt ist das Feuer gelöscht. Ja, sieht zwar nicht so schön aus, aber es ist gelöscht auf jeden Fall. Nach dem Feuer sieht es auch meistens nicht so schön aus, aber lassen wir es mal so. Ja, also man kann es kippen auf jeden Fall. Man kann dann sozusagen das Feuer besiegen. Mit dem Hubschrauber, das zeige ich gleich noch, den schauen wir uns jetzt nämlich an. Den Hubschrauber, genau. Da muss ich mal kurz die Kamera etwas anders einstellen. So, besser kriege ich ihn leider nicht drauf, aber hier sehen wir, der Rotor dreht sich auf jeden Fall. Der dreht sich auch relativ lange. Der hat hier an den Rändern diese gelben Streifen, wie man hier sieht. Ich will es noch nicht reinlangen, das sieht unschön aus, aber hier die Streifen finde ich schön, wie man es hier sieht. Dann hier Blaulicht hat er. Er hat hier oben ein Loch, das zeige ich gleich noch, wofür das ist. Er hat Turbinenteile hier und auch so Motordetails. Er hat hier die Radkästen, was auch so Löschtanks darstellen könnte. Obwohl der ganze Hubschrauber eigentlich ein Löschtank ist, im Prinzip. Hier vorne das Cockpit eher so stupsnasig gehalten, eher kurz.
Ja, gefällt mir aber trotzdem mit den vielen Fenstern. Da schauen wir auch gleich noch rein. Hier Aufkleber mit der Setnummer. Hier unten haben wir noch ein paar Lämpchen. Was mich stört allerdings beim Fahrwerk ist, dass das hier so locker ist, dass das immer so fällt. Also es dreht sich immer so willkürlich, das gefällt mir dann immer nicht so. Aber gut. So, hier dann die Lampen, die kann man auch verstellen, je nachdem, wo man gerade hinleuchten möchte. Und hier haben wir dann noch was zum Tanken. Hier hinten dann das Heck. Und ja, der Heckrotor dreht sich. Und ja, das ist halt ein typisches Lego City Hack, abgesehen von den Positionslichtern. Die sind hier diesmal ein bisschen anders gestaltet. Das ist hier ganz außen rechts ein grünes und etwas näher links ein rotes. Ansonsten der Aufkleber beim Heck ist auf beiden Seiten gleich. Jetzt sehen wir auch nochmal den Heckrotor von der linken Seite. Genau, hier noch so ein paar Gitterteile. Aber Rotor dreht sich auf jeden Fall richtig schön. Und dann schauen wir mal hier rein. Hier haben wir das Cockpit. Ja, gut, zwei Instrumente hat da der Pilot oder die Pilotin, einen Sitz. Wir setzen sie mal kurz rein, damit sie auch glücklich ist. So, genau, da kann sie den Hubschrauber bedienen. Und hier drin ist was Blaues. Das zeige ich gleich noch, wofür das da ist. Genau, hier wie gesagt die Blaulichter von unten. Ja, gut, ist es jetzt keine Schönheit, obwohl man Hubschrauber eigentlich öfter von unten sieht. Und jetzt zeige ich mal was. Wenn man nämlich hier diese Lichter wegklappt, dann fallen hier die Wasserteile raus, wenn sie es nicht verklemmt. Hallo? Mist, hat sie es verklemmt. Also eigentlich. Ah, jetzt, genau, jetzt hat es geklappt. Jetzt hat es funktioniert. Dann machen wir wieder zu. Da fallen nämlich die blauen Teile raus, die ich jetzt alle zusammensuchen darf. Genau. Hubschrauber hat seinen Einsatz erfüllt, darf unvorsichtig landen. Also es sind einfach fünf solche durchsichtig blauen Steine, die man auch durchaus als Trockeneis verwenden könnte, so vom Aussehen her. Nee, aber finde ich cool. Und dafür ist auch dieses Loch hier oben, dass man das einfach wieder befüllen kann. Da kann man das einfach hier reinschmeißen. Wie bei so einem Geldautomat funktioniert das im Prinzip. So. Und dann kann man das Ganze wieder rauslassen. Ich will jetzt aber nicht den ganzen Tag suchen, deswegen. Ja, lasse ich das jetzt mal. Hier dreht er sich schön. Nee, aber ist auf jeden Fall ein cooles Set, meiner Meinung nach. Gefällt mir. Stellen wir mal hier alles noch schön hin. Und der Rotor stößt an die Flammen. Das ist nicht gut. So, kommt er hier an mit seiner Handkarre. Das war's, glaube ich. Jetzt haben wir hier alles im Bild. So, wenn wir das noch hinkriegen, dass das hier sich schön dreht. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und tschüss.